Der Winter ist angekommen in Rheinland-Pfalz. Nicht überall, aber hier im Hunsrück schon. Und ich finde es total schön, wenn der Schnee so unter den Schuhen knirscht und alles so schön weiß und sauber ist. Am meisten Schnee hat wohl der Westerwald abgekriegt. Dort eine Schneehöhe von 23 Zentimetern. Leider sind auch einige Unfälle passiert, ganz schlimme sogar. Also weiterhin bitte auf den Straßen vorsichtig unterwegs sein und nicht in den Wald gehen, weil dort besteht die Gefahr von Astbruch. Aber ein bisschen genießen darf man den Winter natürlich schon. Im Wildfreigehege Wildenburg kommen die überwiegend heimischen Tiere gut mit dem Schnee zurecht. Aber es wird natürlich zugefüttert, erzählt mir Jan Rommelfanger vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Hier an der Wildenburg entsteht ein weiteres Nationalpark-Tor. Die Bauarbeiten sind aber erstmal wegen des Winterwetters gestoppt. Kein Problem, denn 2 Jahre Bauzeit sind sowieso eingeplant. So, ich sehe ganz viel Schnee, ich sehe Geräte, die stillstehen, mit Schnee bedeckt sind. Was ich nicht sehe, ist ein Nationalparktor. Wo ist das denn? Ja, Sie müssen sich dieses Tor bildlich vorstellen. Dieses Nationalparktor, das ist unser Eingang in den Nationalpark. Sie bekommen erste Informationen, Sie bekommen Einblicke in den Nationalpark und Sie können das als Startschuss sehen, dann ins Gebiet selbst in den Nationalpark zu laufen und den Nationalpark in echt zu erleben. Verstehe, ein imaginäres Tor. Ja, der Nationalpark Hunsrück-Hochwald hat ja schon mehrere solcher Tore, eins zum Beispiel auf dem Erbeskopf. Das hier soll das Hauptthema Tiere haben. Wie funktioniert's? Das funktioniert so, dass wir ganz viele Tiere zeigen. Und die Menschen, die das Nationalparktor Wildenburg besuchen, kommen ganz nah an die Tiere ran. Es wird ein Streichelbereich sein, wo insbesondere Familien mit Kindern auch die Tiere berühren, anfassen können. Jetzt ist es ja wunderschön, den Schnee hier zu haben. Alles ist weiß, aber es behindert wahrscheinlich schon auch Ihre Bauarbeiten, oder? Was macht es schwierig? Sie sehen es im Hintergrund, das ist unsere Futterscheune. Mit dem Schnee ist es zum Beispiel schwierig, am Dach zu arbeiten. Mhm. Wir erneuern rund 16 Kilometer Zäune. Da müssen Pfosten in den Boden kommen. Und wenn es sehr stark friert und der Boden gefroren ist, ist es natürlich schwieriger, die Pfosten in den Boden zu bekommen. Aber schön ist es trotzdem, oder? Ich liebe diesen Schnee. Sehr schön. Ich danke Ihnen. Dann gucken wir mal, wie es in den nächsten Tagen aussieht, ob noch mehr dazu kommt von dem weißen Wunderzeugs, unsere Regionalkarten, das Wetter in Rheinland-Pfalz. Das Wildfreigehege hier bei Kempfeld bleibt übrigens auch während der Umbauarbeiten geöffnet. Nur wenn die Gehege dann erneuert werden, dann wird kurzfristig zugesperrt. Am besten über die Homepage informieren. Ich denke mir, so in weißer Wunderlandschaft ist es schon toll, mal den Tierpark hier gesehen zu haben.